Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dawn of War 2 Retribution. Und wir starten sofort in die nächste Mission, die Ordensfestung Selenon. Hindernisse überwältigen, vorrücken. Das Kommando hat sich gemeldet, will einen Bericht. Schon das vierte Mal in dieser Woche. Wenn wir ihnen weiterhin nicht antworten, wird es nicht lange dauern, bis sie herkommen. Die müssen sich doch wundern, wer ihre Munitionsabwürfe annimmt. Die können sich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag jede Minute melden, wenn sie wollen. Wir werden nicht antworten. Sie haben das Geflüster gehört. Sie wissen doch, Ulk, der Wille, die Stimme. Wir gehören jetzt ihm. Er ist hier, während die uns verlassen haben. Wenn irgendwer diese Munition haben will, dieses Fleisch haben will, dann muss er es von uns holen. Klar, natürlich, Sir. Für Ulkaia. Ah ja, wieder verrückt gewordene imperiale Soldaten. Sehr schön. Also, wir haben dieses Mal die Schutzplatte zur Auswahl. Dieser Panzer, ein seltsames zuerst bei den Imgar-Symbionten aufgetauchtes Biomorph, kann verdickt und unglaublich zäh werden. Also eine Jeans-Stealer-Rüstung, wenn man es genau nimmt. Und natürlich der Carnifex, eine lebende Vernichtungsmaschine, das klingt schon mal gut, die durch Kleinwaffen nicht geschädigt werden kann. Kann mit Stachelschweinrüstung verbessert werden, genial. Fäulnis breitet sich aus, Munitionsdepot, Vorsicht vor Hinterhalten. Ja, dann legen wir mal los. Und nehmen Venatorenbrot statt dem Zoanthroph, dieses Mal zu Beginn wieder. Gibt uns nur 4. Sparen wir 4. Bevölkerung, aber den Rest brauchen wir dann. Kriegertrupp und alles. Entsenden. Für einen höheren Zweck. Nicht benötigte Ausrüstung können Sie auf das Papierkorb-Symbol ziehen, dann erhalten Sie eine Entschädigung. Ah, das wäre schön, wenn ich jedes Mal eine Entschädigung bekomme, wenn ich bei Windows was in den Papierkorb schiebe. Normalerweise bedeutet das zusätzliche Erfahrung für ihren Helden, aber manche Ausrüstung, besonders Verbrauchsgegenstände, können andere einzigartige Vorteile bringen. Ja, wir hatten ja schon so einen Gegenstand, der uns ein ganzes Level geschenkt hat. Stand ja auch da, gibt sehr viel Erfahrung. Und da wir ja nur den Tyranniden-Lord haben, war es ja einfach zu entscheiden, welcher Held das kriegt. Bei anderen, es gibt auch andere Verbrauchsgegenstände, da steht da zur Auswahl, man bekommt eine Waffe, wenn man es verschrottet. Und zwar je nachdem, bei welchem Helden man es verschrottet. Also in der Space Marine Kampagne konnte man Flammenwerfer, Scharfschützengewehr, Schrotflinte und sowas kriegen, je nachdem, welcher Held es war, die man es gab. Eindringlinge an Kontrollpunkt Tertius. Alle mal an die Waffen! Schießt sie nieder! Bringt ihr Fleisch zum Lager! Ulkai soll heute Abend ein Festmahl haben! Die wollen Tyranidenfleisch fressen. Naja. Sollen sie es versuchen. Krieger kriegen erstmal gleich Verbesserung und die kriegen Royalfresser. Und zerlegen jetzt Sentinel hier gleich mal. So, hier brechen wir einfach mal durch. Egal was passiert. Ah ja, sagt hallo zu meiner Tyrantenwache. So. Noch ein Gebäude, war hier nicht noch vor. Ja genau, hier war was. Das könnt ihr mal holen. So, eine Diebenwohnung. Auf das Tor schießen. Naja, das haben wir ganz schnell. Einfach mal mit anklopfen. Das könnte ein bisschen dauern. Das Tor hält nämlich einiges aus, so wie es aussieht. So. Oh. Wer auch immer das jetzt gerade war. Ja, einfach alles töten. Oh, Unglitz. Sagt hallo zu meiner Tyrantenwache.
Du da hinten, du eine Einzelne, dann glaube ich, dass du uns entkommst. Wir kämpfen hier übrigens gegen verschiedene Formen von imperialen Soldaten. Einmal die, die noch loyal sind gegenüber dem Imperium, und einmal die, die nicht mehr so loyal sind, die wir gerade in der Missionsbeschreibung auch hatten. Ressourcenpunkt erobert. So, Ressourcenpunkt erobert brauchen wir nicht unbedingt. Wir haben nämlich nicht genug freie Ressourcen. Deswegen kriegt unser Pyramidenlord einfach mal Lebenspunkte Upgrade. Verbesserung abgeschlossen. Da gibt's auch noch Ressourcen zum Einsammeln. So. Und ja, ich weiß, der Schwarm ist wieder klein. Den Eindringlingen noch zu atmen. Sie laufen ungeschützt herum, betteln darum, abgeschlachtet zu werden. Manticore-Batterien Vergelter und Justice. Zermalmt sie unter euren Raketen. Aua. Okay, Manticore-Geschütze, die sind übel. Die sehen nicht nur böse aus, die sind auch böse. Deswegen sollten wir gucken, dass wir hier einfach durchrennen. Bevor es die Krieger zerfetzt. Wir könnten mal... Nein, dafür habe ich nicht genug Ressourcen. Oh, direkt auf unseren... auf meinen Schwarm dort. Aua. Hallo, hier kommt der Aufräumdienst. Der Ventiker schießt immer noch auf uns. Aua. Naja, man sieht, der macht wirklich verdammt viel Schaden. So, die gegnerischen Soldaten noch ausschalten. Und da ist noch ein Chaos-Heretiker, ein Ketzer, also einfach nur. Und das nächste Nest. Da können wir mal kurz die Truppen aufladen. Weil alles, was ja in der Nähe von einem Nest ist, heilt sich automatisch. Hallo, Prinz. Hier. Machen wir mal Verwüsten an. Ressourcenpunkt erobert. Tyrannidenkrieger verloren. Ah, Krieger verloren ist nicht so gut. Einfach mal in der Nähe bleiben meines Schwarmlords. Dann werdet ihr automatisch wieder nachgetreten. Und mal die schwere Waffe da rausholen. Genau. Kommt ein neuer Krieger. Und gleich mal den Schaden des Tyrannidenlords erhöhen. Wir haben ja genug Ressourcen. Biomorph fertig. Jetzt werden wir da unten ran, weil hier gibt es einen Versorgungspunkt unten. Schwarm. Also eine Festung. Das hier ist ja nur ein Nest. Besonders ist ein ganzer Schwarm, den wir einnehmen können. Gibt es übrigens auch für die anderen Völker. Also Orks haben hier statt Nestern Warbanner und haben riesige Teleporter als Festungen. Bei Space Marines sind so Teleporter-Signale und so Landeplattformen, in denen wo Landekapseln runterkommen können und Thunderhawks landen, um Fahrzeuge eben abzuliefern. Aua, ist da schon... Ach, da ist ja noch ein Manticore. Den kannst du gleich hinstürmen. Ich sag dir schon, stürmen. Und einfach alles töten. So, ihr erobert die Festung. Du eroberst den Versorgungspunkt. Und ihr schießt die Infanterietruppen zu. Siegziel gesichert. So. Ressourcenpunkt erobert. Da bricht der Boden ein und es kommen solche Marines raus. Hallo, solche Marines. Sagt hallo zu meiner Tyrannenwache. So, was bilden wir aus? Cardifex können wir nicht. Einmal eine Symbiontenboot.
Kapazität. Dieser Befehl kann nicht ausgeführt werden. Fliegerboot können wir nicht. Dann brauchen wir eben Raumaganten. Obwohl, die brauchen wir nicht so. Die können wir einfach dabei rufen. So. Meine Symbionten sind jetzt übrigens die ganze Zeit infiltriert, da ich ja bei der letzten Mission das passende Abbruch gemacht habe. So. Ah, rufen wir noch einen Trupp Thermaganten, für etwas mehr Feuerkraft. Nahkampf haben wir ja jetzt genug. Solche Marines sind wieder. Ja, einen Hormagant haben wir verloren. Haben wir den Thermaganten haben wir jetzt gekriegt. Aber bei Sibionenbrot wird da ziemlich durchgeschüttelt von diesen solchen Marines, wenn sie explodieren. Ja. Chaosloch aufgegangen. Dann wollen wir mal weiter. Mit unserer kleinen Armee. Jetzt sieht das wieder wenigstens wieder nach einem Schwarm aus. Das ist der einzige Nachteil ein bisschen an Dawn of War 2, das Bevölkerungslimit. Ah, das ist Ul'Kair, der da mit uns redet die ganze Zeit. Oh, hallo. Die Jungwas-Panzer. Du bist ein mächtiger Panzer. Oder warst ein mächtiger Panzer. Aber mein Schwarm ist mächtiger als du. Deswegen. Naja, ja, Hormaganten kann ich ruhig verlieren. Ich kriege immerhin kostenlos neue. Ich muss einfach bloß welche rufen. Energie habe ich ja genug. Bioplasma benutze ich nicht so oft. Und da ich ja eine Fernkampfwaffe für den... Naja, ich bin im Kreis gelaufen. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber egal. Hier ist ein Nest. Da ist ein Energiepunkt. Da oben ist ein Anforderungspunkt und ein Versorgungspunkt. Und das hier ist eine gemeine Stelle, bei der ich jetzt aufpassen muss. So. Tötet sie, bevor sie an die Fahrzeuge kommen. Ein Trupp tot, zwei Trupps tot, drei Trupps tot. So. Wenn die nämlich an ihre Fahrzeuge gekommen wären, dann hätten sie sich gesetzt und wir hätten noch mehr gegen das wir kämpfen müssten. So, das Nest ist eingenommen. Jetzt holen wir uns erstmal den Versorgungspunkt da oben für mehr Krieger. Und sowieso mehr Truppen. Hallo, Chaos. Ach komm, gut, ihr könnt meine Spornmine vertragen. Vielleicht euch ihr auch mal zeigen, die Spornmine, die Fähigkeitspunkte haben wir jetzt. Hallo, so, da regnet Spornmine. Siegziel. Die Aua machen. Ja, was auch immer, Ul'Kair. Als ob sich das Schwarmbewusstsein von dem, was du redest, beeinflussen lässt. So, biologische Verbesserung unterwegs. Anforderungspunkt wird gesichert. Und mehr können wir auch wieder nicht anfordern, wenn wir sind bis bei 108. Biowaffenpanzer. Biowaffe in Arbeit. Dann gibt's mehr Energie für den. Hormaganten, achso, die könnte ich zersetzen. Dadurch können neue Tyrannen ihren Platz einnehmen, was nichts bringt. Gut, rufen wir gleich neue. Ich müsste nämlich dann auch die Thermaganten zersetzen, die ich hier habe. Oh, Verkrüpplungsgift.